Zum Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Epiphanias nehme ich euch wieder mit in meine Kirche, die evangelische Kirche zum Heiligen Kreuz in Brinkum. Hier lasst uns Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser erstes Gebet ist dem Psalm Nummer 105 entnommen. Es soll gesungen sein nach der Weise des Genfer Psalter. Lasst uns beten. Gott, erzeige uns deine Gnade und hilf uns. Deine Güte sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Wir bitten dich für deine Christenheit in aller Welt. Gedenke deiner Gemeinde, die du vor Zeiten erworben hast. Wir bitten dich für alle, die dein Wort ausrichten. Erhalte sie in deiner Wahrheit. Sende die Boten des Heils in alle Welt und kehre die Herzen der Menschen zu dir. Breite deine Güte aus über alle, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit über die Gläubigen. Wir bitten dich um die Fruchtbarkeit der Erde. Tu deine Hand auf und sättige uns alle mit Gutem. Für alle, die arbeiten oder Arbeit suchen, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände. Wir bitten dich um den Frieden für die ganze Welt. Lass deine Hilfe nahe sein denen, die dich fürchten. Dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen.
Wir bitten dich für die Elenden und Betrübten. Steh ihnen bei und tröste sie. Für die Einsamen und Verlassenen. Lass deine Güte und Treue alle Wege sie behüten. Für die Kranken, erquicke sie nach deiner Güte. Wir bitten dich für die Sterbenden. In deine Hände befehlen wir ihren Geist. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Wir bitten dich für alle, die mit uns leben und mit uns arbeiten. Behüte sie auf allen ihren Wegen. Herrgott Zebaoth, tröste uns. Lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Mache dich auf, Christe, und hilf uns. Und erlöse uns um deiner Güte willen. Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du hast dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Wir preisen dich an deinem Tage, Licht vom ewigen Licht, Sonne dieser und der zukünftigen Welt, und bitten dich, erleuchte unsere Gedanken und öffne unsere Lippen, dass wir dein Wort hören und dich bekennen und preisen, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst, ein wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die alttestamentliche Lesung für diesen zweiten Sonntag nach Epiphanias steht aufgeschrieben im zweiten Buch Mose im 33. Kapitel. Mose sprach zu dem Herrn: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorüberziehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Mit deiner Gotterkenntnis strahlt.
Die Epistel des heutigen zweiten Sonntags nach Epiphanias steht aufgeschrieben im ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth im zweiten Kapitel. Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen, doch nicht von einer Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Halleluja, 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 Halleluja.
Das Evangelium dieses Sonntags steht aufgeschrieben bei St. Johannes im 2. Kapitel. Ehre sei dir, Herr! Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Da spricht Jesus zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Lob sei dir, o Christe! Dicit Dominus in plete hydrias aqua et ferte architrino. Dum gustas et architrinus aquam vinum factam dicit sponso. Serva divinum bonum usque ad hoc. Hoc signum fecit Iesus primum coram discipulis suis. Iubilate Deo omnis terra. Salmum dicit in nomine eius. Date gloriam laudi eius. Dicit Dominus in plete hydrias aqua et ferte architrino. Dum gustas et architrinus aquam vinum factam dicit sponso. Servas divinum bonum.
quam discipuli suis. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Heute mache ich uns wieder eine Wohnzimmerpredigt, denn in der Kirche ist das kalt. Und als Predigttext ist in diesem Jahr vorgesehen das Evangelium, das wir gerade gehört haben, also die Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Hochzeit ist und Maria ist da und Jesus ist da und die Jünger sind da. Und dann passiert, was bei einer Hochzeit nicht passieren kann und nicht passieren darf. Der Wein geht aus. Also die Gesellschaft sitzt auf dem Trockenen. Maria zu Jesus: Jesus, Sie haben keinen Wein mehr. Wenn eine Mutter sowas zu ihrem Sohn sagt, ist das keine Feststellung, sondern es ist ein indirekter Sprechakt und enthält eine Handlungsaufforderung. Mach was! Jesus: Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Eine brüske Zurückweisung. Das ist nicht üblich. Ein orientalischer junger Mann redet nicht so mit seiner Mutter. Es kommt nicht vor. Also braucht das jetzt eine Erklärung. Und die Erklärung steht in dem Satz: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Meine Stunde ist im Johannesevangelium immer die Todesstunde Jesu. In der Stunde erfüllt er seinen Auftrag und gibt sein Leben für das Leben der Welt.
Und diese Stunde ist in der Tat noch nicht gekommen. Und Jesus muss das zurückweisen, denn diese Stunde, das ist nicht Marias Aufgabe, sich darum zu kümmern. Marias Aufgabe ist es nicht, ihr Leben zu geben für das Leben der Welt. Das ist allein Jesu Aufgabe. Und die ist jetzt noch nicht dran zu erfüllen. So, und dann macht Jesus ja doch, was seine Mutter von ihm erwartet. Kriegt sich die Diener her und sagt, hier, da seht ihr diese Wasserkrüge, die füllt doch mal bis oben an. Und als sie damit fertig sind, so, nun schöpft mal und gebt dem Speisemeister, soll der mal probieren, was das ist. Der Speisemeister kostet und stellt fest, oh, einen so guten Wein hatten wir den ganzen Abend nicht. Und da kriegt er sich den Bräutigam her. Was ist hier los? Jeder normale Mensch gibt zuerst den Wein, mit dem er angeben kann. Das Beste, was der Keller hergibt. Und wenn die Leute so betrunken sind, dass sie gar nicht mehr richtig schmecken, was für ein Rauscher sie sich da hereinziehen, dann gibt er ihnen auch das saure Zeug, das eigentlich nicht zum Trinken ist. Und du machst es andersrum? Wieso? Nein, der Speisemeister hat keine Ahnung, der Bräutigam hat auch keine Ahnung. Die Diener wissen Bescheid, die wissen, dass das Wasser war. Und das wird sich natürlich herumgesprochen haben. So, wir haben als mitteleuropäische Protestanten jetzt ein Problem. Jesus scheint mit seiner Handlung ein massives Besäufnis zu fördern. Und das schmeckt uns Nüchternheit gewohnte Protestanten nicht. Wir hätten das lieber, dass alles nüchtern geht und ohne Berauschung. Das wäre auch moralisch irgendwie viel besser. Aber Jesus macht das hier so. Und das lässt sich nur erklären, wenn man weiß, wo diese Geschichte beheimatet ist. Der ganze Johannes mit seinem Evangelium und seinen drei Johannesbriefen gehört nach Kleinasien, da ist er zu Hause. Und in Kleinasien ist zur Zeit Jesu und schon Jahrhunderte vorher der Kult des Gottes Dionysos sehr wichtig. Die Lateiner nennen ihn Bacchus. Das ist die Gottheit, die dafür sorgt, dass Wein so schön berauschend ist. Und dieser Gottheit zu Ehren werden rauschende Feste, Orgien gefeiert, bei denen alle sonst gängigen moralischen Maßstäbe, Standesschranken und was derlei mehr ist, über Bord geworfen werden für die Zeit dieses Festes. Ja, nun kommt Jesus daher und braucht keinen Traubensaft und braucht keinen wochenlangen Vergärungsprozess, sondern zack, hat er den besten Wein da, der sich bieten lässt. Besser als der Wein, den Dionysos zu Wege gebracht hat. Das konnte jeder Kleinasiate, ob nun schon Christ oder noch nicht Christ, damals sofort verstehen. Jesus ist einfach der bessere Gott. Dionysos ist ja soweit ganz schön, aber Jesus hat den besseren Wein zu bieten. Nun gucken wir uns diesen Wein nochmal an. Es ist nichts als Wasser. Es macht lustig, es macht von innen heraus froh, aber wie Wasser auch, man erwacht davon nicht verkatert. Es hebt über den Alltag hinaus, aber es benebelt nicht den Verstand. Und das ist das Besondere an unserem Glauben, den wir Christen zu tradieren versuchen. Es benebelt nicht den Verstand, es schaltet den Verstand nicht aus, schaltet auch die Sinne nicht aus. Glauben ist kein Betäubungsmittel, während Alkohol eines ist. Glaube kann hellsichtig machen, das kann Alkohol nicht. Und man erwacht daraus nicht zu einem verkaterten Elend. Ja, darin ist der Glaube wirklich dem Alkoholrausch über. Einfach die bessere Wahl.
So, und nun hat es aber einen Grund, warum Jesus diesen Glauben in der Gestalt des Weines unter die Leute bringt. Es ist natürlich ein Hinweis auf das Abendmahl, in dem Jesus auch Wein verwendet und nicht Wasser austeilt. Und Jesus wird sich was dabei gedacht haben, denn dieser kleine Kick, den der Schluck Wein bringt, gibt eine Erinnerung daran und gibt einen Vorgeschmack davon, wie Glauben in seiner Fülle funktioniert. Nämlich, die Hemmungen und die Ängste schwinden. Aber der Verstand wird nicht benebelt. So, und so wird in diesem ersten Wunder schon angedeutet, worum es am Ende geht. Jesus gibt sein Leben für das Leben der Welt und verpackt in Brot und Wein wird uns das ausgeteilt, dass wir davon essen und trinken, unsere Seele davon ernähren. Das heißt, dieses Weinwunder in Kana ist ein Vorgeschmack des Abendmahls. Und dieses wiederum ist ein Vorgeschmack des himmlischen Festmahls am Ende aller Zeiten, an dem es alles klar wird. Und es erfüllt sich dies alles in der Stunde Jesu, in der er sein Leben gibt für das Leben der Welt. So, jetzt klingt das alles so ernst, weil die Sünde der Welt und das Leben der Welt, das sind alles so riesengroße Dinge. Es hat einen emotionalen Gehalt, sonst hat es sein Ziel verfehlt. Und dieser emotionale Gehalt ist der, dass uns die Ängste schwinden, der Verstand hellsichtig wird und das Herz weit und groß und voller Liebe. Da kommt der Glaube zum Ziel, wo das gelingt. Und dazu gebe uns Gott seinen Geist heute und jeden Tag. Amen. Lasst uns beten. Gott der Barmherzigkeit, du hast Jesus, deinen Sohn, in die Welt gesandt, damit er durch sein Licht die Dunkelheit vertreibe. Wandle unseren Mangel in Fülle
und unsere Klagen in Lobgesang über deine Hilfe. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, ein wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt Gottes Segen. Es segne und behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Lass mich dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehr. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit. Dafür will ich dir danken in alle Ewigkeit. Das Evangelium steht bei Johannes im 2. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Am 3. Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an, und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's zu ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten,
ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Lob sei dir, o Christus.